Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Parteifreunde, einige von Ihnen kennen mich noch nicht. Mein Name ist Udo Hemmelgern, ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, zwei Enkelkinder, bin seit 38 Jahren selbstständiger Kaufmann in den Bereichen Gastronomie und Immobilien. Seit Oktober 2017 sitze ich auch dank Ihrer Hilfe im 19. Deutschen Bundestag. Dafür ein herzliches Dankeschön. Mein Arbeitsschwerpunkt in Berlin dreht sich um das Thema Bauen. Ich bin Mitglied im Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen und dort Arbeitskreisleiter und Obmann der AfD-Bundestagsfraktion sowie baupolitischer Sprecher. Ferner bin ich stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Auswärtiges. Das Konzept für das heutige Thema Rente der Zukunft haben mein wissenschaftlicher Berater Professor Friedhelm Topberger aus Bielefeld und ich in den letzten Monaten gemeinsam erarbeitet. Das ist einer von mehreren Vorschlägen zum Thema Rente innerhalb der AfD. Wir sind da noch nicht so breit aufgestellt. Wir werden auch erst in den nächsten Monaten ein Konzept letztendlich gemeinsam erarbeiten. Und ich hoffe, es wird letztlich auch ein Teil von dem, was ich Ihnen hier heute vorschlage, sein. Ich habe in den letzten 30 Jahren als Bauträger sehr viele Wohnungen an Selbstnutzer und Kapitalanleger verkauft und habe dabei festgestellt, dass der einzelne Bürger viel effizienter mit seinem Geld umgeht, als das eine staatliche Stelle je könnte. Das können Sie ja heute in der Rentenversicherung sehen. Selbst habe ich mich vor 35 Jahren entschieden, meine zukünftige Rente privat zu entwickeln und das Geld dafür nicht in eine staatliche Rentenkasse zu geben. Durch meine Selbstständigkeit war das möglich. Und Sie kennen das ja, meine Damen und Herren, wenn Sie etwas nicht machen, dann gucken Sie gerne mal zu, was passiert, wenn Sie es gemacht hätten. Heute komme ich immer mehr zu der Erkenntnis, erstens, das war die absolut richtige Entscheidung und zweitens, vielen zukünftigen Beziehern von staatlicher Rente droht eines, Altersarmut. Altersarmut wird eines der absolut wichtigsten Themen gesellschaftspolitisch der nächsten Jahrzehnte. Hier sind wir als AfD gefordert, schlüssige Konzepte vorzulegen. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger haben sich fest darauf verlassen, eine ausreichende Rente im Alter zu haben. Das war eine Illusion. Denn die Altparteien aus CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen haben in den letzten 60 Jahren die Rentenkassen immer mal wieder mit sogenannten versicherungsfremden Leistungen belastet, beziehungsweise ihre eigene Klientel mit Wahlgeschenken beglückt. Ein gutes Beispiel dafür ist die jetzt von Arbeitsminister Heil geplante Grundrente. Dazu später mehr. Aber daran können Sie schon sehen, es kommt immer wieder vor, dass man eine bestimmte Klientel bedienen will. Und in diesem Falle sind es halt diejenigen, die halt wirklich in nächster Zeit die Aussicht haben, wirklich eine absolut schmale Rente zu bekommen. Aber wer ist dafür verantwortlich? Das sind die gleichen Leute, die darüber jetzt abstimmen. Die gleichen Leute, die das mitverursacht haben mit ihrer Ideologie. Gut, von den Industrieländern in Europa haben wir im Durchschnitt ein eher geringes Geldvermögen, eine niedrige Immobilieneigentumsquote und was das Schlimmste ist, mit die geringsten Renten. Deutschland geht es gut, so behauptet es die Kanzlerin immer wieder. Unklar bleibt, wer oder was das eigentlich ist, Deutschland. Die Mehrheit der Deutschen ist es nicht und die Rentner sind besonders betroffen. Ein Vergleich unserer Renten mit den Renten anderer Staaten und ein Blick auf die Rentenentwicklung macht die dramatische Situation eindeutig klar. Bereits 2011 hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD genannt, Zahlen zu den deutschen Renten im europäischen Vergleich veröffentlicht. Schon damals lag das deutsche Rentenniveau deutlich unter Schnitt vieler Industriestaaten. Deutsche Rentner konnten nur 51% des durchschnittlichen Nettoeinkommens erwarten. Das durchschnittliche Verhältnis der Rente zum Einkommen in den OECD-Staaten betrug 69% des Einkommens. Schlechter als in Deutschland sah es nur in Mexiko, Chile, Großbritannien und Japan aus. Italienische Rentner hatten eine Quote von 76%, Spanier von 84% und Griechen sogar von 110% des letzten Nettoeinkommens. Ist verwunderlich. Ne? Ende 2017 veröffentlicht der Münchner Merkur die folgende Gesamtaufstellung des Rentenniveaus in den OECD-Ländern. Jetzt einmal die Folie. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Sicher sind die Verhältnisse in allen Ländern nicht gleich, aber vergleichen Sie bitte einmal unser Rentenniveau mit den Niederlanden oder mit Österreich. Das ist verheerend. Und wie reagiert die derzeitige GroKo darauf? Im Koalitionsvertrag ist eine sogenannte doppelte Haltelinie eingebaut worden. Ich zitiere: Zentraler Pfeiler des Rentenpakets ist die sogenannte doppelte Haltelinie.
Eine Rentengarantie soll sicherstellen, dass das Rentenniveau bis 2025 auf dem heutigen Stand von inzwischen 48% gehalten wird. Zugleich sollen die Beiträge bis dahin nicht über 20% steigen. Also nur noch 48% vom bisherigen Nettoeinkommen. Das ist, gelinde gesagt, ein Skandal. Da hilft auch kein Herumflicken mehr. Wir brauchen einen radikalen Umbau. Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung, sie alle liegen im Argen. Unser gesamtes Sozialversicherungssystem ist marode und wird nur noch durch immer weitergehende staatliche Eingriffe über die Runden gebracht. Die Zielsetzung für die Rentenversicherung muss lauten: eine Rentenversicherung für alle, unabhängig von ihrer beruflichen Stellung. Basisabsicherung für alle mit Finanzierung nach sozialen Kriterien. Zusätzliche Alterssicherung in Eigenverantwortung der Bürger. Und dabei vor allem eines: Ausschaltung der Staatsintervention. Wollen wir stabile Sozialversicherungssysteme im Sinne unserer sozialen Marktwirtschaft haben, so müssen wir zunächst die generelle Logik des derzeitigen teilsozialistischen Systems verstehen. Ich werde nach einem kurzen Vorspann zum Kerngehalt unseres Sozialsystems und mit einem kleinen Einschub zum Einzahlungsmodus die drei Grundstützen unserer bisherigen Systeme darstellen, die abgeschafft werden müssen: die paritätische Finanzierung, die Pflichtversicherungsgrenze und die Beitragsbemessungsgrenze. Die Rentenversicherung ist dabei sogar das Paradebeispiel, an dem die Strukturschwäche der gesamten Sozialversicherung am deutlichsten zu erkennen ist. Die Rentenversicherung Deutschlands leidet doppelt. Sie hat einen Geburtsfehler und eine erworbene chronische Krankheit. Ihren Geburtsfehler verdankt sie Otto von Bismarck, der ihr politisch bedingt die sozialistische Grundstruktur verpasste. Ihr chronisches Leiden folgt aus der Fehleinschätzung Konrad Adenauers, der das umlagefinanzierte System für sicher hielt. Seine Meinung war: die Menschen werden immer Kinder haben. Das war ein Irrglaube. Als der Kampf um die gesellschaftliche Gesamtausrichtung zwischen gleichheitsorientiertem Sozialismus und freiheitsorientierter Marktwirtschaft in Deutschland einen Höhepunkt erreichte, reagierte Otto von Bismarck mit einer Doppelstrategie. In den 1880er Jahren verbot er einerseits die sozialistischen Vereinigungen, andererseits etablierte er gleichzeitig ein Stück Sozialismus mit den Sozialversicherungssystemen. Die Arbeiter erhielten nach und nach Pflichtversicherungen, deren Beiträge zur Hälfte von den Arbeitgebern zu zahlen waren. Das war damals nahezu revolutionär. Doch inzwischen ist die Zeit längst über den alten Klassenkampf hinweggezogen. Die Versicherungsbeiträge sind im Lohn eingepreist und der Sozialismus als Gesellschaftssystem ist historisch gescheitert. Die Sozialversicherungssysteme jedoch mit ihrer sozialistischen Grundstruktur bestehen fort und stecken seit Jahrzehnten tief in der Krise. Einerseits sollte es eine Alterssicherungskraft nur für die Arbeiterklasse sein, damit ohne staatliche Unterstützung, aber mit Pflichtversicherungs- und Beitragsbemessungsgrenzen. Andererseits steht und fällt es mit einer konstanten demografischen Entwicklung. Denn es gibt keine Rentenkasse, in der sich Geld befindet. Die Einzahlungen der Beitragspflichtigen wandern direkt in die Taschen der Rentenempfänger. Eine kleine Reserve von ca. 1,3 Monatsrenten ist vorhanden. Mehr ist es nicht. Das funktioniert so nicht mehr. Die Arbeiterklasse im klassischen Sinne gibt es kaum mehr und die Geburtenzahlen sind nicht bestandserhaltend. Daraus folgt, dass die klassische Rentenversicherung nur für einen immer kleineren Personenkreis gilt. Gleichzeitig steht eine immer kleinere Zahl von Beitragszahlern einer ständig wachsenden Zahl von Rentenempfängern entgegen. Dieses gesamte System stammt aus dem 19. Jahrhundert. Es stammt aus dem Zeitalter des Kampfes zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Es wird nur noch durch ständige Staatsinterventionen am Leben erhalten. Es ist unrettbar verloren und bedarf im 21. Jahrhundert einer grundsätzlichen Neuausrichtung. Und hier mein Vorschlag in vier Schritten. Ja, ich versuch's mal. Ist nicht meine Art, aber ich versuch's. Erster Schritt: Abschaffung der paritätischen Finanzierung, Auszahlung des Arbeitgeberanteils an die Arbeitnehmer und Abführung des Versicherungsbeitrages vom Lohnkonto des Arbeitnehmers. Die Arbeitgeberanteile sind längst als Lohnnebenkosten in die Kalkulation jedes Unternehmens eingegangen. Um eine gleiche Versicherungsstruktur für alle Bürger zu erreichen, muss diese Besonderheit der Arbeiter und Angestellten aufgehoben werden. Der Arbeitgeber zahlt seinen Versicherungsanteil direkt an den Arbeitnehmer. Von diesem wandert er direkt in die Sozialversicherung. Das macht alle Zahlungen gleicher und vergleichbarer. Der bürokratische Aufwand beträgt null. Zweitens,
Abschaffung der Pflichtversicherungsgrenze. Alle Bürger zahlen einen noch näher zu definierenden Anteil ihres Einkommens in die Sozialversicherung ein. Nach ersten Schätzungen ca. 8% des zu versteuernden Einkommens. Alle Bürger erhalten daraus eine gleiche Basisleistung. Eine solche Pflichtversicherung für alle wird auf den ersten Blick diejenigen verschrecken, die mehr an die Eigenverantwortung der Bürger appellieren möchten. Eine Pflichtversicherung jedoch ist in vielen Bereichen üblich und hat rein gar nichts mit sozialistischen Zwängen zu tun. Als Immobilienentwickler bin ich ständig mit Gebäudeversicherungen befasst und wir alle kennen die Haftpflichtversicherung für PKWs. Dadurch allein liegt kein unzumutbarer Zwang vor. Drittens, Ausschaltung des Staates. Eine immer wieder gestellte Frage lautet, zahlt der Staat in die Rentenversicherung ein oder bedient er sich daraus? Beides. Jetzt die Folie 4. Schauen wir uns mal die Budgets an. Wir haben im Rentensystem Auszahlung an Renten jährlich 240 Milliarden, Einnahmen aus Renten 140 Milliarden, Zuschuss vom Staat 100 Milliarden. Ausgaben des Bundes insgesamt im Bundeshaushalt 340 Milliarden, Ausgaben außerhalb der Rente 240 Milliarden, Zuschuss zur Rente 100 Milliarden. Ist schon sehr merkwürdig, dass man die Steuern nimmt und sie dann in die Rentenkasse schiebt. Das ist an sich völlig unüblich, aber gut. Es ist im Grundsatz auch ein bösartiger Trick. Die Einzahlungen in die Rentenversicherung sind zu niedrig, die Steuern sind zu hoch. Daher kann man einerseits behaupten, dass der Staat die Renten mitfinanziert. Diese Staatszuschüsse sind jedoch nicht festgeschrieben. Daher kann sich der Staat kontinuierlich daraus bedienen und sie stattdessen zur Finanzierung der deutschen Einheit, zur Rettung von Euro und Banken etc. verwenden. Und so vergreift er sich an den Renten. Die neue Zielsetzung lautet daher, der Staat gibt lediglich den gesetzlichen Rahmen vor und führt Regulierungen durch, zum Beispiel die Anpassung der Einzahlungshöhe. Der Staat gibt keinerlei Zuschüsse in die Sozialversicherung. Der Staat hat keinerlei Zugriffsrechte auf die Kassen der Sozialversicherung. Vierter Schritt, neuer Einzahlungsmodus in das System. Eine solche Pflichtversicherung für alle unter Ausschaltung des Staates bedarf noch einer besonderen Begründung. Dafür muss zunächst einmal die Seite der Einzahlung in die Staatskasse näher beleuchtet werden. Vorab vier begriffliche Erklärungen. Generell ist ein System dann sozial, wenn es in irgendeiner Weise den Reichen Geld wegnimmt und es den Armen zukommen lässt. Ein System, bei dem alle Mitglieder für Waren und Dienstleistungen den gleichen Preis entrichten müssen, wird als gleich bezeichnet. Ein System, bei dem alle Mitglieder für Waren und Dienstleistungen den gleichen Prozentsatz ihres Einkommens entrichten müssen, wird als sozial gerecht bezeichnet. Und dann noch ein System, bei dem alle Mitglieder für Waren und Dienstleistungen mehr als den gleichen Prozentsatz ihres Einkommens entrichten müssen, wird als hypersozial bezeichnet. Zur Illustration zeige ich Ihnen diese Einzahlungsform anhand von drei grafischen Darstellungen. Auf der X-Achse ist das jeweilige Einkommen eingetragen, auf der Y-Achse der Prozentsatz der Einkommensteuer bzw. der Rente. Folie 5. Das wäre etwas bei konstant gleicher Steuer. So. Generell ist das System der gleichen Leistung im Wirtschaftsleben das verbreitetste. Wenn ich morgen auf den Wochenmarkt einkaufen gehe oder den Klempner bestelle, ich zahle für die gleiche Leistung den gleichen Preis. Selbst bei der Kfz-Versicherung, bei der viele Daten abgefragt werden, so wie PS und Garagen, Unterstellort, Vorschäden, käme niemand auf die Idee, die Versicherungshöhe von meinem Einkommen abhängig zu machen. Sozial, oft als gerecht empfunden, ist ein gleicher Prozentsatz vom zu versteuernden Einkommen für alle. Dieses System gilt prinzipiell in den Sozialsystemen, doch nur für Arbeiter und Angestellte und auch dann nur bis zu einer vorher festgelegten Einkommenshöhe. So ist es in der Rentenversicherung und natürlich in der Krankenversicherung. Werfen Sie mal einen Blick drauf, dann haben Sie die Beitragsbemessungsgrenzen. Und hypersozial bedeutet, dass der Prozentsatz bei steigendem Einkommen noch zusätzlich steigt. Ein solches hypersoziales System gibt es nirgends, außer bei der Einkommensteuer. Durch die kontinuierliche Unterfinanzierung der Rentensysteme und die Überfinanzierung des Steuersystems um jeweils 100 Milliarden Euro im Jahr werden also 40% der Renten nicht nach einem sozialen, sondern nach einem hypersozialen Einzahlungssystem finanziert.
So, meine Damen und Herren, dazu noch einige weitere Anmerkungen. Einige besonders neoliberal denkende und argumentierende Zeitgenossen möchten am liebsten darauf ganz verzichten und auch die Sozialversicherung sämtlichst in die freie Entscheidung der Bürger übergeben. Nach dem Motto, wer viel einzahlt, bekommt viel, wer nichts anzahlt, bekommt wenig. Das geht eben nicht, denn die Würde des Menschen ist unantastbar. Das aber ist unmöglich, weil Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und laut Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gehört dazu auch ein Basiseinkommen mit Geld für Wohnung, Kleidung, Nahrung und weiterem. Das gilt als unverzichtbar für die Bewahrung der Würde des Menschen. Wer durch seine bisherige Lebensweise nicht genügend Geld dafür hat, bekommt es dennoch. Auch wenn er gar nichts in die Rentenversicherung eingezahlt hat. So leben beispielsweise derzeit 6,2 Millionen Menschen in Deutschland von Hartz IV. Über 1 Million Menschen erhalten Grundsicherung. Das kann nicht geändert werden, weil eben Artikel 1 ist unabänderlich. Was wir jedoch steuern können, ist eben der Einzahlungsmodus. Entweder wir belassen große Teile wie bisher bei dem hypersozialen Steuersystem oder so mein Vorschlag, wir wählen dazu das hier als sozial bezeichnete System des gleichen Prozentsatzes für alle, so wie es in den Sozialversicherungen bis zu einer Pflichtversicherungsgrenze üblich ist. Zu genauen Bestimmungen der Einzahlungshöhe wären exakte Berechnungen vonnöten. Die kann ich hier nicht leisten. Dies ist ein Modell. Es gibt höchstens die grobe Zielsetzung vor. Ich mag Ihnen aber doch Näherungswerte und damit eine Vorstellung von den Einzahlungen in das neue System vermitteln. Die nachfolgende sehr einfache Grafik geht davon aus. Die Würde des Menschen ist. Das ist gut. Nee. Weiter. Stopp. Ist richtig, die Grafik. Nehmen Sie nochmal zurück. Ist richtig. Ja, so. Zur weiteren Verdeutlichung der Auswirkungen auf den Einzelnen habe ich einmal die Einkommenshöhe abzüglich der Einzahlung in das Rentensystem dargestellt. Das Bruttodurchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer betrug 2018 1.890 Euro pro Monat. Das Bruttodurchschnittsgehalt aller Arbeitnehmer in Vollzeit betrug 2018 3.771 Euro. Das haben wir mal Folgendes getan. Wir haben also mal 2.000 als Lohn, 4.000, 8.000 und 16.000 genommen. Und Sie können erkennen, wie ich also vorher schon sagte, der Arbeitgeberanteil wird Ihrem Einkommen zugeschlagen und Ihre Aufgabe besteht im Grundsatz dann darin, Sie bekommen am Ende eine Basisrente von im Moment bei diesem System ca. 900 Euro. Den Rest sollten Sie möglichst oder tunlichst dann privat anlegen und die Wahrscheinlichkeit, dass Sie besser liegen als unsere Rentenkassen und unsere Politiker, da bin ich also fest von überzeugt. Sie sehen zwei Dinge. Jeder Arbeitnehmer hat mehr Geld zur Verfügung. Das braucht er allerdings auch für seine private Zusatzversicherung, sonst erhält er lediglich die Basisrente von 900 Euro. Und zweitens, es bleibt eine Sozialversicherung. Ab einem Einkommen von ca. 10.000 Euro macht er damit kein gutes Geschäft. Er wird mehr einzahlen, als er herausbekommen wird. Doch gerade Gutverdiener profitieren von den Steuersenkungen besonders. Da bleibt natürlich noch erheblicher politischer Spielraum. Schließlich sinken langfristig alle Steuern, allein durch die Entlastung des Bundeshaushalts. Sie wissen, ich habe Ihnen gesagt, also der Bundeshaushalt gibt jedes Jahr 100 Milliarden in die Rente. Das darf natürlich auf Dauer so nicht weitergehen. Das muss auf Null runtergefahren werden. Dann haben Sie genau diese 100 Milliarden Euro, die Sie an Steuern letztendlich auch den Bürgern wieder zurückgeben können. Das ist im Grundsatz der Clou. Aber unsere Politiker haben natürlich ein Rieseninteresse daran, immer in die Kassen packen zu können, ne? Und wenn Sie versuchen, die Steuern zu erhöhen, das ist ein Problem. Wenn man Ihnen bei der Rente, da ist ja kaum ein Aufschrei. Und die meisten Rentner haben ja auch die Lobby nicht, die man im Grundsatz brauchte, um etwas verändern zu können. So, hier also der Alternativvorschlag noch einmal in komprimierter Textform. Jetzt müsste einmal einen weitergeben. A. Alle Bürger zahlen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. B. Eine Beitragsbemessungsgrenze oder eine Pflichtversicherungsgrenze gibt es nicht. Alle Bürger zahlen den gleichen Prozentsatz ihres Einkommens, zunächst ca. 8%. D. Die exakte Höhe der Einzahlung wird jährlich angepasst an die inflationsbedingte Änderung des Auszahlungsbedarfs, an die demografische bedingten Änderungen des Verhältnisses von Einzahlern und Empfängern. Der Staat hat keinerlei Zugriffsrecht auf die Rentenkasse.
Die Höhe der daraus zu erzielenden Rente ist relativ gering, aber ausreichend, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können. Zusätzliche Rentenversicherungen stehen in der freien Entscheidung jedes Bürgers. Meine Damen und Herren, soweit das Modell einer Basisrente für alle von allen. In Vorwegnahme möglicher Fragen mag ich jetzt aber noch vier kurze Ergänzungen machen. Erstens, Zusatzversicherung in Eigenverantwortung der Bürger. Die beschriebene Pflichtversicherung für alle deckt nur das notwendige Einkommen für ein menschenwürdiges Leben im Alter. Die Bürger werden von dem Zwang befreit, die entwürdigende Anträge oder entwürdigende Anträge stellen zu müssen. Die Bürokratie wird massiv entlastet. Im Regelfall jedoch werden die Bürger im Alter ein höheres Einkommen haben wollen als die pure Basisabsicherung. Daher gibt es die Möglichkeit, diese durch freiwillige zusätzliche Renten zu ergänzen. A. Höhere Einzahlungen in das Rentensystem mit entsprechend höheren zukünftigen Renten. B. Zusätzliche private Rentenversicherung bei privaten Anbietern. Und C. Zusätzliche Systeme zur Sicherung des Alterseinkommens, zum Beispiel in Lebensversicherung investieren, Immobilien oder Aktienfonds, alles, was Ihnen letztendlich vorsteht, von dem Sie glauben, dass es für Sie auf lange Sicht etwas Positives ist. Und D. Zusätzliche betriebliche Rentensysteme. Zweitens, Zusatzversicherung durch staatliche Zuschüsse. Zuschüsse vom Staat sollten auf jeden Fall für die Geburt und Erziehung von Kindern geleistet werden. Wir müssen unsere negative demografische Entwicklung stoppen. Zudem bleibt das Umlagesystem an die Generierung neuer Beitragszahler gebunden. B. Zusätzliche Rentenleistungen für spezielle Tätigkeiten von der Gemeinschaft für die Gemeinschaft. Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr, freiwillige Feuerwehr etc. Und G. und C. Generell können natürlich auch die zusätzlichen Alterssicherungen staatlich gefördert werden. Jetzt haben wir noch zum Abschluss den Fall Sonderfall Beamte. Das hier beschriebene System einer pflichtweisen Absicherung aller Bürger auf einem Grundniveau und die Möglichkeit eigenverantwortlicher Zusatzsicherung bedarf natürlich einer genauen Berechnung und Austarierung. Es ist aber universell einsetzbar. Wegen der häufigen Nachfrage beschreibe ich hier einmal extra die Besonderheiten für Beamte. A. Auch Beamte erhalten ein höheres Bruttoeinkommen vom Arbeitgeber, von dem sie in die Rentenversicherung einzahlen müssen. B. Auch Beamte erhalten nach Eintritt der Regelaltersgrenze eine Rente zur Führung eines menschenwürdigen Lebens. C. Auch Beamte können private Zusatzversicherungen abschließen. Und D. Auch Beamte erhalten zusätzliche Betriebsrente. Der Staat kann nun diese zusätzliche Betriebsrente durchaus nach einem anderen Muster auszahlen als die allgemeine Basisrentenversicherung, etwa nach dem Muster der bisherigen Pensionen, nur auf niedrigem Niveau. Dann bleibt strukturell die Regelversorgung eines Beamten wie zuvor. Er erhält eine kleine Rente und eine Pension, nur in anderer Gewichtung. Viertens, aktuelle politische Ergänzung. Liebe Zuhörer, ich mag zum Schluss noch eine kleine Ergänzung anfügen zum aktuellen Staatszugriff auf die Renten. Das Unheil des Hubertus Heil. Die SPD strampelt ums Überleben. Offenbar soll jetzt der Chef des Ministeriums für Arbeit und Soziales als neuer Heilsbringer auftreten. Das ist gründlich gescheitert. Sein offensichtliches Ziel, die alten SPD-Wähler wieder an sich und seine Partei zu binden, ist gescheitert. 35 Jahre gearbeitet und zu wenig Rente? Millionen von Geringverdienern sollen durch die neue Grundrente dann automatisch höhere Renten bekommen. Bis zu 447 Euro mehr im Monat. Unterhalb von 35 Jahren Einzahlungszeiten gibt es nichts dazu. Dann aber gleich auch ohne irgendeine Bedürftigkeitsprüfung. Das ist ungerecht gegenüber denjenigen, die Steuern zahlen, aber niemals Rente erhalten werden. Auch gegenüber Frauen, die selten 35 Beitragsjahre zusammenbekommen. Es ist total weltfremd und ignoriert die Veränderung der Gesellschaft vollkommen. Die digitale und mannigfaltige Gesellschaft besteht nicht mehr nur aus der Arbeiterklasse und den Kapitalisten. Die Menschen werden immer häufiger in ihrer Biografie Phasen haben, in denen sie angestellt sind, in denen sie selbstständig Start-up-Unternehmen aufbauen, in denen sie arbeitslos sind oder auch mal Fortbildungsmaßnahmen haben, etc. Kosten dieses Griffs von Herrn Heil in die Staatskasse ca. 5 Milliarden Euro. Bezahlen soll das mal wieder der Steuerzahler. Und wieder nach dem Einzahlungssystem hypersozial.
Denn Sie wissen ja, je mehr Sie verdienen, desto höher steigt Ihr Steuersatz und damit auch die Steuer überproportional. Das bestehende Rentensystem aus dem vorigen Jahrtausend ist völlig veraltet und abgewackt. Wir brauchen ein einheitliches Grundsystem für alle. Ein System, in das alle nach ihrer Leistungsfähigkeit einzahlen, sozial einzahlen, aus dem alle eine Grundrente beziehen. Mit verschiedenen Ausbaumöglichkeiten, freiwillige Mehreinzahlungen, Betriebsrente, Zusatzpension, private Vorsorge etc. Die Rente darf nicht abhängen von den aberwitzigen Ideen irgendeines Staatsministers. Entstaatlichung des Rentensystems bleibt vorrangiges Ziel und ohne Zugriffsmöglichkeit oder Spendierlaune des Staates. Vielen Dank.